Zwei Rohdiamanten und ihr Top-Team vom BBC Osnabrück. Lilly Rüse und Mona Landwehr. In diesem Jahr sind sie wieder bei der U16-Nationalmannschaft dabei. Aber die Black Bulls machen sie erst zu dem, was sie sind. Richtig gute Basketballspielerinnen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist und dass wir uns untereinander mega gut verstehen und auch viel zusammen unternehmen. Und auch einfach, es gibt keine Streitigkeiten, wir kommen immer gut miteinander aus. Und ich glaube auch, dass wir einfach alle so ehrgeizig sind, dass wir uns dann wirklich Ziele setzen und die dann auch wirklich erreichen möchten. Und das gesamte Team kann nach langer Corona-Pause nun endlich wieder in der Halle trainieren. Coach Jörg Scherz warnt mit einem Augenzwinkern, wer sich nicht anstrengt, weil er im Fernsehen nicht mit einem roten Kopf zu sehen sein will, kann gleich einpacken. Gut, auf geht's, ein bisschen Tempo machen. Den Motivationsschub brauchen die Damen nicht. Sie sind ohnehin ballhungrig, zählen zu den besten Nachwuchsteams Deutschlands, lassen sich inspirieren von den größten Spielern der Welt. Ich kenne halt natürlich ein paar, die mich sehr faszinieren. So jemand wie Kobe Bryant, der jetzt leider letztens gestorben ist. Oder LeBron James. Solche Menschen in der NBA sind halt schon sehr, also nicht unbedingt meine Idole, aber schon Vorbilder. Viermal die Woche trainieren die U16-Mädels neben der Schule ein beachtliches Pensum. Auch wenn das Training noch etwas anders aussieht, als die Mannschaft es vor Corona gewohnt war. Ja, also wir dürfen überhaupt gar nicht spielen, also kein Körperkontakt, kein gar nichts, das ist alles verboten. Wir dürfen auch noch keine Pässe spielen, was natürlich echt manchmal schwer fällt, wenn man sich den Ball mal so gegenseitig zurückgeben will, wenn einer daneben wirft und der einem vor die Füße fällt und man dran vorbeilaufen muss. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ja, wir sind froh, dass wir überhaupt wieder in die Halle können. Deswegen, Hauptsache, wir können erstmal wieder auf den Korb werfen. Intensiv ist die Einheit heute trotzdem. Das brauchen die Spielerinnen auf Nationalmannschaftsniveau aber auch. Beide sind Mannschaftskapitän. Also wir haben zwei Kapitäne. Lilly und Mona leiten das Team, führen das Team. Lilly ist als Point Guard ohnehin quasi Chef im Ring. Sie ist diejenige, die verlängerter Arm auf dem Spielfeld des Trainers ist. Also sie muss die Systeme ansagen, sie muss auch wirklich das Team führen. Und Mona hat aufgrund ihrer Größe lange Zeit in Korbnähe gespielt, lernt jetzt gerade eine Außenposition, macht das wirklich sehr, sehr gut und ist aber auf dem Spielfeld eher die Spielerin, die dann auch ausführendes Organ ist. Aber sie ist außerhalb des Spielfeldes eine ganz wichtige Spielerin, was auch so das Integrative angeht. Nur Lob vom Headcoach für die Mädels. Mit 15 Jahren haben sie noch viel vor sich. Und Talent und Ziele sind groß. Ein großer Traum wäre, in Amerika zu spielen. In der Bundesliga oder in der WNBA, dann halt in Amerika. Und einfach so weiter erfolgreich bleiben, wie wir es jetzt im Moment sind. Ja, und was braucht man für solche Ziele? Okay, hier steht, we are back, strong, motivated and hungry. Das ist so unsere Motivation, dass wir jetzt trotz der Corona-Pandemie nicht aufgeben. Sondern aufstehen und sich weiter schleifen lassen. Vom Rohdiamanten zum Brillanten.